festlegen und über Themen reden, über die man halt mal länger reden muss. Und ich denke, für die anderen Spiele werde ich mal gucken, vielleicht. Ja, hole ich mir da noch jemanden anderen dazu, mit dem ich ein bisschen reden kann. Also ich sag's mal so, wenn alles hinhaut, wie ich's will, weil zurzeit muss man sagen, ich bin echt gut motiviert für YouTube zurzeit. Sekunde. Bin ich gewöhnt, so viel zu sprechen. Man hat zwar schon wieder ganz trocken. Also ich bin zurzeit echt gut motiviert. Warum fliege ich denn jetzt zur Kiste? Deswegen werde ich, wenn es hinhaut. Ich werde mein Bestes geben, aber ich kann nichts versprechen. Naja, bis das Video rauskommt, werdet ihr sowieso wissen. 15 Uhr täglich Space Engineers. 12 Uhr täglich Eurotruck Simulator 2. Und 18 Uhr täglich SMP. Und Samstag, denk mal früh so um 9 Uhr noch FSX, 1-Stunden-Part. Und die anderen Parts werden, ja, wie gewohnt von mir, immer so um die 10 Minuten lang. Ja, warum diese Parts 10 Minuten lang sind, das ganz leicht erklärt. Und zwar ist das meiner Meinung nach die perfekte Länge oder eine ziemlich perfekte Länge. Weil es ist nicht so lang, damit die Leute sagen, ach nee, das ist so lang, da schalte ich lieber in der Mitte ab oder so. Und es ist auch nicht so kurz, dass die Leute sagen, ach nee, das lohnt sich nicht. Ich habe auch mal irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo, damit das mit die perfekte Zeit sein soll, Videos zu machen. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, damit das ganze Video geguckt wird. Weil, naja, es geht zu lang, es geht zu kurz. Ne? 10 Minuten finde ich eigentlich nicht die perfekte Zeit. Früher waren es immer 15. Aber 10 ist dann auf jeden Fall eine gute Zahl. So, ja, das Schiff habe ich jetzt auch gleich zu Ende. Also so um die 10. So 8 bis 12, sag ich mal. Ist eigentlich, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Ist eigentlich, habe ich gute Erfahrungen mitgemacht. Genau, was war das denn? Ja, ich rede so viel. Nee, es ist ja gut, wenn man viel redet als Player. Ich glaube, die Gefahr ist höher, dass man zu wenig redet. Wer weiß. Boah, bin ich denn noch voll? Ich habe doch gerade mein ganzes Zeug weg. Ah, nee, ich habe ihn aufgeladen. Mal weg und ich denke, dann holen wir uns gleich ein Schiff, weil ich habe vor, jetzt dann mal das hier so zu erweitern. Also ich denke mal hier noch zwei, drei Blöcke vor und dann hier rüber und hier wieder zusammen und dann so ein Viereck machen und dann, wenn es hinhaut, so vorne, entweder nach unten oder nach vorne Solarpanels. Das kommt auch an, wo die Sonne ist. Ich habe keine Ahnung, wo das ist, die Sonne überhaupt. Da ist die Sonne. Nach unten dann wahrscheinlich. Als damit, wenn jetzt hier so gehen sie ab, wenn es dann so nach unten machen, damit ich eine etwas Solarstromversorgung habe, ist natürlich noch nicht perfekt, weil das ist viel zu wenig. Aber ich möchte den Solarstrom auch jetzt erstmal nur als Unterstützung für den Atomstrom nutzen. Ja, wenn es dann gut läuft, dann kann ich ja extra noch irgendwo weiter ausbauen, die Solarpanels. Ich weiß ja gar nicht, wie viel Strom die bringen. Muss ich da erstmal gucken. Aber das hat er noch Zeit. Hauptsache, der hat immer zwei Stück, zwei übereinander. So, voll. Und dann werde ich wahrscheinlich langsam mal anfangen, in den Asteroiden reinzubauen. Und wie heißt's? Das gibt's nicht, ne? Und dann eben nach und nach die verschiedenen Bereiche ausbauen. Also so den, ja, wie nennt man das? So, ich sag mal den Besatzungsbereich, wo ich da wahrscheinlich auch mehrere ja, kleine Zimmer machen werde für eine größere Besatzung, weil das ja bei so einer Station wahrscheinlicher wäre. Ich war natürlich jetzt im Spiel nicht, aber in echt.
Und dann werde ich mich auch mal kümmern, dass ich ein paar Schiffe habe. Für verschiedene Zwecke. Aber das hat alles noch Zeit. Also wie gesagt, einfach mal in die Kommentare schreiben, was für Sachen ich hier bauen soll. Das wäre hammermäßig geil von euch. So, dann machen wir weiter. Und ja, ich denke, ich werde dann das noch kurz fertig machen und dann zu dem nächstbesten Schiff fliegen und mir das mal holen. Um dann ja, auch mal endlich ein bisschen Entspannung ranzubekommen, weil die Schiffe sind manchmal bewaffnet und so und es ist gar nicht so leicht da reinzukommen. Und ich denke, es ist auch für die Leute, die noch nie was von Space Marines gesehen haben oder eben noch nie großartig was davon gesehen haben, spannend mal zu wissen, ja, wie das so ist, die anderen Schiffe, was das auch so erwartet. Ich weiß es selber nicht. Es gibt ja auch Schiffe, die sind eigentlich Fallen. Wo dann einfach das Schiff in die Luft geht, wenn man was macht. Und dann muss man wieder so zurück. Nee, wo gehe ich denn hin? Also das wird ganz interessant noch. Und das haben wir jetzt auch gleich kaputt. Also so ein großes Teil gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt halt noch hier zwei Turbinen. Bisschen Metall und dann eben noch das Medic-Zeug, die Medic-Station. Hallo? Ah, yes. Und dann habe ich eigentlich schon alles. Also. Ja, doch. Da habe ich. Ah, ne. Dann habe ich alles große. Und dann eben noch die Light Armor Blocks. Aber die sind ja kein Problem. Ich meine, das sind ja nur ein paar Blöcke. Die dauern auch kaum zum Abbauen. Und ich kann auch immer mehrere abbauen, bis ich dann wieder abladen muss. Also hier auch Stay-Plates, ne? Verbrauchen nicht so viel Platz. Was ich auch interessant finde, ist das ja, Konzept, sage ich mal, dass man in den Spielen nach, oh Gott, riesen Laderuckler, dass man in den Spielen nach, ich komme gerade nicht drauf, nach Volumen geht und nicht nach Gewicht. Das ist ja auch nicht so häufig. Ich meine, es gibt schon öfter, ja klar, es ist keine komplett neue Erfindung, aber es ist selten. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant gemacht, weil man muss sagen, Weltraum ist Gewicht eine Sache, die nicht ganz so viel, ja, nicht ganz so, nicht ganz so wichtig ist wie auf der Erde, sag ich mal. Oder auf einem Planeten, auf dem Schwerkraft herrscht. Ich meine, hier draußen ist man ja schwerelos. Und dann, ich meine, klar, man braucht mehr Kraft, um es anzuschieben, aber das macht jetzt, soweit ich das bis jetzt gesehen habe, bei dem, also bei dem Charakter hier nichts aus, ob ich jetzt viel dabei habe oder wenig, wie schnell ich bin. So. Ich denke, ich werde es erstmal alles machen, bis nur noch die Medic Station übrig ist und dann werde ich die einzeln abbauen. Und die nicht jetzt rausbauen. Ja, das ging schnell. Da waren wahrscheinlich noch Teile drin, die ich einfach mitnehmen musste. Mal wieder ein Meteoritenschauer. Na, was heißt Meteoritenschauer? Ein Meteorit. Wo ist er denn? Da war's. Hui. Und da der nächste. Wo fliegt er hin? Weg. Mich würde interessieren, was passieren würde, wenn so einer mit so weißen Hintergrund auf die, also mit so einem weißen, so einer weißen Spur nach sich, in einen Asteroiden einschlägt, in einen großen. Würde mich interessieren. Oder ob die Teile magnetisch sind. Das kommt mir nämlich so vor, weil immer da, wo ich bin, und wo ich bin, ist logischerweise